Ja, heute sind ja wieder neue Maps rausgekommen. Schauen wir uns zuerst mal die neue Map Vortex an. Steht ja dabei, ist ein amerikanischer Bauernhof, so eine amerikanische Farm nach einem Wirbelsturm. Oder vor einem Wirbelsturm oder während einem Wirbelsturm. Auf jeden Fall ist ein Wirbelsturm zu sehen, den man ja da hinten ganz gut erkennen kann. Ein Riesentornado. Wie in Texas oder so, so typisch. Ja, schaut eigentlich aus, wie man. Schaut aus, wie man sich eigentlich so eine amerikanische Farm vorstellt. Hier mit so einer Vogelscheuche, da steht Shepard drauf. Ah, das ist wieder Tribute an MW2. Finde ich aber ganz gut, dass sie wieder sowas eingeführt haben. Wobei, Ja. während den Spielen kommt man da jetzt nicht so drauf, aber reine Ja, Sache. aber. Aber was ich echt sagen muss, hier schon mal der umgestürzte Baum und so. Und das umgestürzte Auto. So richtig, wie man sich das gerade vorstellt, ne, während halt ein Tornado hier drüber gefegt ist. Dann hier, was gibt's noch zu sehen? Naja. Die Seht ihr mich Farm. eigentlich, wo ich hier gerade gefahren bin? Ja, ich sehe dich. Ich wollte nur wissen, ob Nee, aber hier. Komm mal her, Domi. Also die Map, glaube ich meine, das sind ja wieder diese 1 gegen 1 Maps. Wenn du dich dann hier so hinter versteckst oder so. Face-off. Oder? Ja, genau, Face-off sind die ja Maps. Oh. Da glaube ich, wird schon wieder ziemlich hier rumgecampt. Okay. Da hinten, warte mal, wenn ich. Schaut echt geil aus hier, die ganze Umgebung. Auch das Haus. Hier auch mit den wackelnden Türen. Ja. Im Haus natürlich drin wieder Hühner. Muss sein. Der Bär, schau mal, da oben an der Wand. Es gibt doch auf jeder Map einen Bär. Schau mal, da oben hängt an der Wand hängt ein Bär. Ach, haben wir den gleich wieder entdeckt. Ja, wir schauen wir sind doch die gleich mal. Maps, auf den anderen Seiten her und sobald wir da die haben, dann sagen wir. Wow. Wie schauen die denn Ja, aus, wenn er gut. drauf schießt? Ja, okay, MW3-Logik, muss man sich nicht verstehen. Aber. Aber schau mal, Ja. hier sind bemalte Eier. Hier liegen bemalte Ostereier rum. Liegt hier. Achso, das ist das tote Huhn. Na ja, gut. Ja, dann schauen wir mal kurz weiter. Wir wollen ja nicht zu lange an einer Stelle bleiben. Hier umgestürzte Baum. Rausgerissen durch den Wirbelsturm. Ja, Ja, sonst. und vielleicht noch hier das Feld. Kann man mal. Ist auch. Kann. Muss man halt schauen, weil da wird man sich auch wieder ziemlich gut verstecken können. Wenn man Hier hier direkt rauskommt, dann rein bam, kann bam, man bam, bam, nicht. bam, bam, bam. Nee, aber man kann zwischendurch laufen. So, Ja. dann war die erste Map und machen wir weiter mit der nächsten. So, jetzt sind wir auf der Map U-Turn. Striker. Das Bild sieht schon erhellt die Map. Los, tun wir es. Ja gut, irgendwie scheint es mir so nach. Leute. Ja, genau. Warum ist eine Frau am Werk? Mit den ganzen Autos. Ja, aber das ist. Das ist wie in so einem. Wie in so einem. Irakischen. Irgendwie. Irak. Iran. So einer Straßenkonvoi, der gesprengt wurde. Kommt mal hier weiter. Hier und. Hier unten unter der Brücke. Das ist genau wie mit so einem, wie man sich das so, wie man das so kennt. C4-Falle unter der Brücke. Gibt es hier noch zu sehen? Schau mal hier, da hinten in die Richtung. Das schaut richtig aus wie im Golfkrieg. Die brennenden Ölquellen. Richtig geil. Aber das haben sie vom Battlefield geklaut.
Naja, auf jeden Fall. Was gibt's denn hier noch zu sehen? Überall Autos, also Autos sind wahrscheinlich irgendwelche Liebhaber am Leben gewesen. Da mangelt auf der Map echt nicht. Aber was gibt's über die Map sonst noch groß zu sagen? Eine kleine Face-Off-Map. Ja, die ist wirklich sehr klein. Also, gibt's auch nicht wirklich viel, was man darüber sagen kann. Schaut zwar von der Stimmung, vom Stimmungmäßigen her ganz geil aus, aber sonst. Bei den Bären haben wir nicht hier gefunden. Ja, das war's. Und wir machen dann weiter mit der nächsten. Das ist jetzt die dritte und letzte Map und die heißt Intersection. Sieht aus wie, oder ich denke, es soll wieder New York City sein. Frei für alle. Also ich glaube, die werden jetzt öfters werden. Keine Gefangenen. Auch gegen 2-2-3-3, das sind ja diese Face-Off. Ja, genau. Aber also die Map taugt mir schon wieder. Also Graffiti ist an der Wand und dieses Mal jetzt nicht so ganz langweilig wie sonst. Hört aus wie von Saints Row. Dieses Mal ein bisschen mehr Mühe. Kabel, wo bist du? Ben, schieß mal bitte. Ah, da hinten. Geht denn da? Ja gut. Horror Field, Robo Dreams. You know too far of love. Tristan Caleb. Water Justice. Was ist denn hier? Ah, lass mal im Kino ein bisschen Popcorn holen. Ach. Ja, meine Herren. Was wollen Sie denn? Soda, Popcorn, Snickers. M&M. Sweet und sexy. Ja, wieder diese besten Knusper-Sachen. Sweet und sexy. So, was gibt's hier zu trinken? Popcorn Maker. Schauen wir mal weiter. Hier ein typischer Basketballplatz im Hinterhof. Ah! Ich habe das versucht, einmal in seinem Leben zu gucken. Geschafft. Derbe gefällt. Ach was. Oh, geht zur Seite. Sorry. Das sagst du jetzt. So, dann schauen wir mal hier weiter. Das Polizeiauto, das wieder. Irgendwie schaut es hier aus, als ob das ein Anschlag gewesen ist oder so, weil die ganzen Polizeiautos wieder die ganzen Straßen abgesperrt und so. Ich meine, okay, das ist ja bei den meisten Maps so. Also jetzt hat auch Downturn, wo man bei der Börse ist. So. Okay, ist mit den ganzen bunten Farbspritzern. Breakdance Raum. Mit der Paintball-Waffe wurde Mord begangen. Ja, genau, wollte ich auch sagen. Yeah. Schauen wir mal weiter. Hey, das ist cool. Weiter. Kommt mal hierher. Schau mal. Oh. Kabel ist schon draußen. Wieder diese amerikanischen Feuerleitern. Oh. Ah ja. So, hier ist eine. Geil, geht's. Ah, rutschen wir wieder runter. So, was gibt's hier noch sonst zu sehen? Wieder umgedrehte Autos, Glas. Oh, schau mal, bei Luigi haben die neue Pizza-Angebote. Die haben schön renoviert, aber ich glaube, das hält nicht lang an. Ja. Frisch zur Eröffnung. Margarita. Mehr habe ich nicht. Mehr kann ich nicht machen, weil. Oh, schauen wir mal weiter, was gibt's denn hier sonst noch? Was steht auf dem Schild hier drauf? Genial.
muss passieren. Ab und zu. Downturn! Hey, wow. Hätte ich schon wieder. Hey, Tommy. Hey. So. Was ist das? Ja, ich würde gern. Ich würde gern was machen. Fuchs. Okay, Buchladen. Schicken, irgendwas. Aber hier, schau mal. Schau mal, hier, das ist cool. Schau mal, das habe ich vorhin schon gesehen. Ganz so hoch. Da musst du schon aufpassen. Da fällst du in der Mitte runter. Ey, wie das ist doch eigentlich über die Leiter. So. Das ist doch eigentlich ein perfektes Nerdparadies. Pizzas und Bücher und ein Computer. Das ist bestimmt. Ja, genau. Studentenverbindung. So, schauen wir mal noch kurz, ob es sonst noch irgendwas Großartiges zu sehen gibt. Alles zum halben Preis oder ganz gratis zu mitnehmen. Wohl eher gratis. Hier nochmal ein Loch in der Straße. Na gut. Aber wie gesagt, ich meine, das erwähne ich immer gerne nochmal, aber echt nochmal eine geile Atmosphäre hier mit der Brücke, mit der Fenty. Ich bin hier in New York, ja. Hey. Okay, So, abschließend, was ist sonst noch groß zu sagen? Wieder Erweiterung um 3 Maps. Also, wieder. Es ist wieder so wie bei den anderen Maps auch, also momentan wieder nur für die Elite-Premium-Nutzer verfügbar. Aber, ja, in einem Monat gibt es die dann wieder für 1200 Microsoft Points zu kaufen. Und die anderen User müssen sich halt wieder gedulden, bis sie die bekommen. Abschließend. Nö, eigentlich sagen, nicht. Ja, eigentlich Haus da rein, Boys. nee. Ich kann nicht mehr sagen, als das, dass ich gerade eine Drohne gefangen habe. Ja gut. Ciao. Und einen schönen Tag. Yeah.